Willkommen bei meinem heutigen Webinar. Ich bin Katharina Ziegelbauer und bin Ernährungsberaterin nach TCM. Das heißt, ich helfe Menschen, die für sie optimale Ernährung zu finden, alltagstauglich und genau auf ihren Typ abgestimmt. Unser heutiges Thema ist das kranke Kind. Ich habe selber zwei Kinder, die sind jetzt 2 und 5 Jahre alt und habe deswegen die letzten Jahre einige Erfahrungen auch gesammelt, darin sie natürlich zu behandeln und möglichst selten Medikamente zu geben. Wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, fällt mir ein, dass auch meine Eltern Hausmittel verwendet haben, nämlich einen Fieberwickel. Ich wurde also, wenn ich hohes Fieber hatte, in ein nasses, heißes Leintuch eingewickelt und musste so eine halbe Stunde oder länger liegen bleiben. Ich habe es nicht sehr angenehm in Erinnerung, aber es hat geholfen, das Fieber auf natürlichem Weg zu senken. Jetzt würde mich interessieren, wie war das bei dir? Kannst du dich erinnern, wie du ein Kind warst, ob deine Eltern auch schon Hausmittel verwendet haben, Wickel oder Tees oder bestimmte Speisen, die du nur bekommen hast, wenn du krank warst? Dann schreib es bitte in den Chat rein. Ich schaue mir das dann nachher, währenddessen, jetzt geht es nicht, aber nachher, dann schaue ich es mir gerne an und ich freue mich drauf, wenn ihr eure Sachen reinschreibt. Gut, es läuft heute so ab, ich habe einen Vortrag vorbereitet, der aus zwei Teilen besteht. Zuerst geht es darum, wie nach TCM Krankheiten überhaupt entstehen bei Kindern, was da hauptverantwortliche Ursachen sind. Und im zweiten Teil erfährst du die konkreten Hausmittel und Ernährungstipps, die bei den verschiedenen Symptomen und Krankheiten helfen, so wie bei Fieber, Ohrenweh, Husten, Bauchweh und so weiter. Das Ganze dauert circa eine halbe Stunde und danach bekommst du dein exklusives Geschenk, was ich extra für alle, die heute live dabei sind, vorbereitet habe. Und ich kann es schon verraten, es ist ein PDF, in dem ich alle Hausmittel, die heute vorkommen, für dich zusammengefasst habe. Das heißt, du musst nicht mitschreiben und noch ein paar Bonustipps für dich aufgeschrieben habe. Das heißt, du bekommst mehr, als was jetzt im Webinar vorkommt. Wie gesagt, nur für alle, die heute live dabei sind. Und den Link dazu erfährst du am Schluss des Webinars. Also bleib dran, um das nicht zu verpassen. Und das ist nur heute Abend dann noch online, dann nehme ich es runter. Also wirklich nur als Dankeschön, dass du heute Abend dabei bist. Gut, und natürlich gibt es dann wieder Möglichkeiten, noch Fragen zu stellen. Ich hoffe, es geht sich zeitlich aus. Wir fangen jetzt einfach mal an und ich versuche, die Präsentation aufzurufen. Gut, die erste Folie ist, wann ist ein Kind gesund? Das heißt, wie definiert die TCM Gesundheit? Da gibt es verschiedene Bausteine, die du hier siehst. Wenn dein Kind am Tag aktiv und vital ist, in der Nacht gut schläft, natürlich altersgemäß gut schläft, relativ ausgeglichene Emotionen hat und selten krank ist, beziehungsweise wenn es krank ist, dann schnell wieder gesund wird, dann ist es nach TCM in einem guten energetischen Zustand. Und der letzte wichtige Baustein ist die Verdauung. Das heißt, die sollte regelmäßig sein und einfach gut funktionieren. Also keine Verstopfung, kein Durchfall. Dann kannst du dir schon mal sicher sein, dass dein Kind prinzipiell eine gute Konstitution und Gesundheit hat. Wie entstehen Kinderkrankheiten nach TCM? Kinder haben prinzipiell eine unreife Verdauung, das heißt, das Verdauungssystem von Kindern ist erst im Alter von ungefähr 6 Jahren ausgereift und bis dahin neigen sie zu einer Kälte in der Verdauung, was dazu führt, dass im Darm Feuchtigkeit entsteht. Auf der nächsten Folie erkläre ich dir das etwas genauer, aber unreife Verdauung plus ungünstige Ernährung, zum Beispiel viele Süßigkeiten oder auch viel kaltes Essen, viel Rohkost, führt zum Entstehen von Feuchtigkeit im Darm. Gleichzeitig haben Kinder noch ein unreifes Immunsystem, das heißt eine eher schwache Abwehr, was dazu führt, dass die Lunge anfällig ist für Einflüsse von außen wie Kälte oder feuchtes Wetter oder eben Krankheitserreger. Und so kommt es dazu, dass die Feuchtigkeit, die im Darm entsteht, zu Schleim wird und sich in der Lunge ablagert. Das ist ein Spruch aus der TCM und der lautet eben, Feuchtigkeit und Schleim entstehen in der Verdauung und werden in der Lunge abgelagert. Das heißt, die Wurzel aller Kinderkrankheiten
ist nach TCM die Verdauung, weil eben dort genau diese Feuchtigkeit und der Schleim entstehen, die die Wurzel sind oder die Ursache für Schnupfen, Husten, Bronchitis, aber auch Mittelohrentzündung, alle möglichen Verdauungsprobleme und Allergien und Hautausschläge, weil die Haut gehört ebenfalls zur Lunge nach TCM und außerdem ist die Haut ein Ausscheidungsorgan, durch das die Feuchtigkeit ebenfalls herauskommt. Hier siehst du genau, wie die Verdauung nach TCM funktioniert. Das ist das sogenannte Kochtopfmodell. Und da stellt man sich vor, dass im Bauch ein Suppentopf ist mit einer Suppe, die immer am Köcheln sein muss. Drunter brennt das Feuer, das diesen Prozess von unten unterstützt, damit die Suppe immer schön heiß bleibt und dampft. Und das heißt, du musst alles, was du zu dir nimmst, was du isst, in diese warme Suppe verwandeln. Wenn es zu kalt ist, wie zum Beispiel eben Essen aus dem Kühlschrank, Brotmahlzeiten, kalte Getränke, dann muss das Feuer von unten ordentlich nachfeuern sozusagen, damit die Suppe überhaupt verdampfen kann. Wenn die Suppe nicht gut verdampft, dann bleibt sie stehen. Das ist dann die kalte Suppe und das ist genau das, was die pathogene Feuchtigkeit ist in der TCM. Die pathogene Feuchtigkeit ist genau die kalte Suppe, das heißt Essen, das der Magen nicht verdauen kann, weil es zu kalt ist oder weil es auf andere Art unbekömmlich ist. Und genau diese Feuchtigkeit verdickt dann zu Schleim und wird in der Lunge abgelagert und führt dann zu den üblichen Symptomen. Bei Kindern ist dieses Verdauungsfeuer prinzipiell noch schwach, das heißt die Verdauung neigt eben zu Kälte und diese Feuchtigkeit entsteht besonders leicht, die kalte Suppe. Kinder profitieren also, das ist schon der erste Tipp, besonders von warmen Mahlzeiten am besten, 2 bis 3 Mal am Tag. Das zeigt auch gleich, was man tun kann, wenn eine Krankheit im Anrollen ist. Wenn du die ersten Anzeichen bemerkst bei deinem Kind, ist einmal die erste Hilfe, dass du alles, was zu befeuchtend und zu kalt ist, streichst bzw. stark reduzierst. Als befeuchtend und verschleimend gelten in der TCM vor allem Süßigkeiten, und die Kuhmilchprodukte, vor allem die Kuhmilch selber, weicher Käse und Joghurt. Ebenfalls Fruchtsäfte, Bananen und kaltes Essen, wie Essen aus dem Kühlschrank. Und einfach auch zu viel Rohkost essen. Das gilt auch als zu kalt und erzeugt Feuchtigkeit. Das heißt, die Quintessenz daraus ist, dass du deinem Kind, wenn du merkst, dass es krank wird, warme Mahlzeiten gibst. Suppen, Eintöpfe, gekochte Gerichte. Eine weitere Maßnahme, wenn du merkst, dass eine Krankheit bei deinem Kind anfängt, dass du sofort seinen Stress reduzierst. Und ja, ich finde schon, Kinder haben auch schon Stress. Sie haben viele Aktivitäten, sie gehen in die Musikschule, sie machen Sport, sie treffen Freunde. Also diese Aktivitäten solltest du gleich mal einschränken, das Kind zu Hause lassen, dass es sich schonen kann und auch viel schlafen. Vielleicht kennst du das von dir selber, dass wenn du krank bist, Schlafen am besten hilft. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich merke, ich werde krank, lege ich mich einmal hin, also wenn es natürlich geht vom Alltag her, und ruhe mich wirklich ordentlich aus und schlafe auch viel. Und dann merke ich, dass das in den meisten Fällen schon reicht, damit ich wieder gesund werde. Was bei Kindern natürlich auch ganz wichtig ist, ist die seelische und körperliche Zuwendung. Das heißt, sich deinem Kind zuzuwenden, mit ihm leise bzw. nicht wilde Spiele zu spielen, etwas vorzulesen und natürlich kuscheln. Mama, das sagt meine liebe Tochter Marlene oft zu mir. Und ich merke, dass das einfach auch für die körperliche Verfassung der Kinder wirklich eine Rolle spielt. Hier siehst du übrigens eine Wärmflasche, die in einem Kuscheltier versteckt ist. In dem Fall ist es ein Esel. Das sind meine 2 Kinder, die mit dem Esel gerade kuscheln. Und das ist ein schönes Instrument, wenn du deinen Kindern eine Wärmflasche geben willst, zum Beispiel bei Bauchweh, dass du diese Kuscheltier-Wärmflasche kaufst. Die gibt es eh fast an vielen Stellen zu kaufen. Ich finde es sehr nett. So, jetzt kommen wir zu den Symptomen bzw. Krankheiten und was die TCM da empfiehlt. Fieber. Fieber hilft dem Körper, gesund zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist, finde ich, so wesentlich, dass das alle Eltern wissen, dass sie bitte nicht gleich Medikamente geben sollen, wenn das Kind
Fieber hat, weil sonst der Gesundungsprozess unterbrochen wird. Es gibt meiner Meinung nach zwei Argumente dagegen, gleich fiebersenkende Mittel zu geben. Das erste ist, dass die Kinder dadurch wieder lebendig werden, sich gut fühlen, sich bewegen und eben keine Ruhe geben. Aber Ruhe und Erholung, sich auszuruhen, sind ganz wesentliche Faktoren, um wieder gesund zu werden. Das heißt, das Fieber hilft dem Körper auch insofern, dass es ihn in einen Zustand versetzt, wo sich der Körper ausruhen will. Und das zweite Argument ist, dass durch das Fiebersenken der natürliche Krankheitsprozess unterbrochen wird. Das heißt, der Körper hat keine Möglichkeit, sich mit seinen natürlichen Mitteln gegen die Krankheit zu wehren, weil das ist nämlich das Fieber. Das ist einfach ein Kampf des Körpers gegen den Krankheitserreger und hilft dem Körper, diesen wieder loszuwerden. Und so bleibt dann der Krankheitserreger im Körper, sinkt auf eine tiefere Ebene möglicherweise und führt dort zu gröberen Problemen bzw. möglicherweise auch zu chronischen Krankheiten später. Also so wird das in der TCM erklärt. Was du bei Fieber tun kannst, ist zuerst einmal zu schauen, ist dein Kind kalt oder ist es heiß? Das heißt, solange dein Kind friert, solange es kalte Füße hat zum Beispiel, solltest du es wärmen. Entweder mit Tee, wärmende Tees sind zum Beispiel Ingwertee und Fencheltee, wobei du den Ingwertee bitte stark verdünnen solltest, weil der sehr intensiv ist. Und natürlich eine Wärmflasche warm einpacken, dass das Kind es schön warm hat. Fieber senken sollte man nur, wenn das Kind wirklich glüht, wenn es wirklich heiß ist. Und zwar auch an den Füßen zum Beispiel und an den Händen. Also bei Schwitzen, Hitze, Glühen, dann kannst du das Kind kühlen und damit das Fieber senken. Das geht mit Tees, mit kühlenden Tees wie Lindenblüten oder Kamillentee, dann mit den in Österreich sehr bekannten Essigbadschalen oder Wadenwickel. Essigbadschalen funktioniert so, dass man Socken, also Kindersocken, die Socken deines Kindes in ein lauwarmes Wasser mit etwas Essig drin taucht und diese Socken dem Kind dann anzieht und dann ein Handtuch drum wickelt und das Kind einfach so liegen lässt und das zieht das Fieber sozusagen über die Füße raus und wirkt ganz gut, habe ich bei meinen Kindern auch schon ab und zu ausprobiert. Die andere Methode ist Wadenwickel, das ist so ähnlich, nur wird ein Tuch einfach in dieses Essigwasser oder man kann auch Zitronenwasser nehmen oder einfach nur lauwarmes Wasser reingetaucht und um die Waden gewickelt, das heißt zwischen Knöchel und Knie. 10 Minuten bis 15 Minuten drauf lassen, sobald es anfängt trocken zu werden, wieder wechseln und wiederholen, also wieder nass machen. Das Wasser sollte ein paar Grad kühler sein als die Körpertemperatur des Kindes. So wird sanft das Fieber gesenkt. Ruhe und Erholung, ich habe schon gesagt, ganz wichtig. Und leicht verdauliche Speisen. Das ist übrigens ein Unterschied zu dem, wie es bei uns üblich ist, dass man nämlich Hühnersuppe bei Krankheit gibt. Hühnersuppe hält nach TCM den Krankheitserreger im Körper, wird also nicht empfohlen. Sondern es werden vegetarische Sachen, also ohne Milchprodukte und Eier, eigentlich Gemüse, Suppen, Kompotte, Getreide empfohlen. Also leicht verdauliche Sachen. Schnupfen, Husten, Ohrenweh. Da helfen ganz gut Zwiebelschälchen. Das heißt, du schneidest eine halbe Zwiebel auf, stellst sie in einem Schälchen ins Schlafzimmer neben das Bett deines Kindes und lässt es in der Nacht stehen. Die Zwiebel löst Schleim, hilft dem Kind besser zu atmen, also kriegt besser Luft und zieht den Krankheitserreger heraus. Gut ist auch, wenn du die Luft feucht hältst mit einem Luftbefeuchter oder nassen Tüchern, inhalieren, wenn dein Kind da mitmacht. Also mein Tipp ist, dass du gemeinsam mit dem Kind inhalierst. Wenn du das nicht kennst, da bringt man einfach Wasser zum Kochen. Ich gebe dann ein bisschen Salz dazu. Du kannst auch Kamillentee zum Beispiel zum Kochen bringen. Und dann mit einem Handtuch über dem Kopf den Dampf einatmen. Das wirkt sehr angenehm lösend und hilft einfach, den Schleim loszuwerden. Salbe und Thymian-Tee sind Klassiker bei Schnupfen und Husten. Den Salbetee kann man auch zum Gurgeln nehmen. Und der Thymian-Tee, ein Tipp, ist besonders gut bei krampfhaften Husten, weil der krampflösend wirkt. Man hat auch gesagt früher, das ist das Antibiotikum der armen Leute, weil Thymian auch gut gegen Bakterien wirkt.
Dann kannst du verschiedene Brustwickel probieren, sofern wieder, wie gesagt, dein Kind mitmacht. Zwiebelwickel, Topfenwickel, Topfen heißt Quark in Deutschland, und Kartoffelwickel. Also Zwiebel einfach wieder aufschneiden, leicht anwärmen, den Topfen ebenfalls leicht anwärmen. Die Kartoffeln kocht man und zerdrückt sie dann. Und das wickelt man dann jeweils in ein Geschirrtuch zum Beispiel oder eine Stoffwindel, macht eine Art Päckchen draus und legt es auf die Brust und befestigt es dann mit einem engen Leibchen. Je nachdem, beim Topfenwickel zum Beispiel würde ich noch ein Handtuch dazwischen tun, weil das recht nässt. Wichtig ist immer ausreichend trinken natürlich, damit der Schleim gut verflüssigt werden kann auch. Bei Ohrenweh gibt es ein tolles Schmerzmittel, das eben auf natürlicher Basis ist, nämlich die Zwiebelsäckchen. Das habe ich selbst vor kurzem probiert, weil ich vor ein paar Tagen Ohrenweh hatte, ironischerweise. Und ich gab mir dann einfach eine aufgeschnittene Zwiebel, die ich ein bisschen angewärmt habe. Und zwar mache ich das in einem Topfdeckel, den ich über dampfendem Wasser erwärme, in eine Socke gegeben, die aufgeschnittene Zwiebel, und das Ganze dann ans Ohr gehalten. Du kannst beim Kind dann auch eine enge Mütze drüber ziehen oder ein Stirnband, damit das hält. Und das wirkt wirklich schmerzstillend. Bei Ohrenweh gut sind auch Nasentropfen aus physiologischer Kochsalzlösung. Das bedeutet eine Konzentration von 0,9% Salz. Die kannst du auch fertig in der Apotheke kaufen. Und das hilft, diese Rohre freizumachen, die zwischen Ohr und Nase sind, und hilft damit auch gegen Ohrenweh. Hier siehst du, wie so ein Zwiebelschälchen bei uns ausschaut. Bauchweh, da ist das Wichtigste, wirklich nichts Schweres zu essen, Schonkost zu sich zu nehmen, wie eine Gemüsesuppe zum Beispiel. Wärme hilft gut bei allen möglichen Bauchschmerzen, entweder mit einer Wärmflasche oder auch einem heißen Bauchwickel. Je nach Größe deines Kindes nimmst du entweder einen Waschlappen oder ein kleines Handtuch, tauchst es in heißes Wasser. Wenn du willst, kannst du wieder ein bisschen Kamillentee drunter mischen. Aber es reicht einfach auch heißes Wasser und legst es so warm wie möglich, sodass es dein Kind halt angenehm findet, auf seinen Bauch. Gibst noch ein Handtuch drüber und deckst es warm zu. Das wirkt sehr entspannend, krampflösend und beruhigend. Bei Verstopfung hat sich die Birne bewährt. Und zwar entweder gerieben oder als Kompott. Trockenfrüchte kennst du wahrscheinlich und wenn du sie in Wasser einlegst, dann wirken sie noch besser gegen Verstopfung. Einfach über Nacht oder ein paar Stunden und dann zu sich und dann lässt du das Kind das Essen oder auch das Wasser trinken. Du kannst es auch pürieren und in den Brei mischen. Bei Verstopfung immer gut sind saftige Speisen, vor allem wenn der Stuhl hart ist, wie Gemüsesuppen. Durchfall wirkt am besten Reis mit Karotten, weil es einfach stopfend wirkt. Nicht vergessen, genug zu trinken. Fenchel und Kamillentee sind hier empfehlenswert und gerade bei Durchfall keine Milchprodukte und Süßigkeiten dem Kind geben, sondern wirklich möglichst wenig essen und möglichst Schonkost. So. Habe ich da ein bisschen ein technisches Problem? Komme ich jetzt weiter? Komm kurz zurück. Ich habe da kurz ein Problem und versuche es noch einmal. Ich habe den Bildschirm verloren. Und da, mit. Geht gleich weiter. So, da waren wir, genau. Jetzt kommen wir zu den Hautausschlägen. Bei Hautausschlägen kann man ganz gut selber schauen, was dahinter steckt. Je röter der Hautausschlag ist, desto mehr Hitze steckt dahinter. Und wenn die Haut nässt, so wie bei Neurodermitis zum Beispiel, oder wenn es wie bei Akne sehr stark gefüllt ist oder auch Furunkel oder so, dann ist es die Feuchtigkeit, die eine große Rolle spielt. Und je nachdem muss man dann entweder die Hitze kühlen oder die befeuchtenden Nahrungsmittel weglassen. Bei der Hitze ist es besonders wichtig, das Hitzige wegzulassen, also wie Schokolade oder Kakao bei Kindern. Das erzeugt viel Hitze. So wie scharfe Gewürze, Lauch und auch zu viel Fleisch und Wurst.
Bei den nässenden Hautausschlägen, also bei der Feuchtigkeit, geht es wieder um die Kuhmilchprodukte, die wir schon öfter jetzt erwähnt haben, sowie Süßigkeiten, Kaltes und Fettiges. Wenn die Haut deines Kindes trocken ist, dann versuch bitte nicht so viel zu schmieren, weil je mehr du schmierst, desto mehr verlernt die Haut, sich selber zu versorgen. In der TCM deutet trockene Haut auf einen Säftemangel hin. Und da hilft saftig essen, Suppen, Kompotte, Eintöpfe. Und zwar regelmäßig, damit die Körpersäfte wieder gut aufgebaut werden und die Haut von innen versorgen können. Wenn du Cremen verwendest, verwende bitte möglichst naturbelassene und möglichst wenig. Der letzte Punkt von den Symptomen sind Allergien. Allergien werden in der TCM ebenfalls mit der Verdauung erklärt und mit der Lunge. Das heißt, Verdauung und Lunge stärken, Stress reduzieren und eine alternative Medizin versuchen. Zum Beispiel TCM oder Homöopathie haben ganz gute Erfolge aufzuweisen, was Allergien betrifft. Das Problem bei der Schulmedizin ist, dass die keine Heilung für Allergien haben, sondern nur Symptombekämpfung mit Antihistaminika etc., die man dann einfach immer nehmen muss. Das heißt, da ist es aus alternativer Sicht besser, die Ursachen herauszufinden und diese zu beheben. Verdauung stärken geht nach TCM vor allem mit regelmäßigen warmen gekochten Mahlzeiten, das heißt mindestens 2 gekochte Mahlzeiten täglich und die Verwendung natürlicher Zutaten, das heißt möglichst wenig Fertigprodukte. Und die Lunge stärken geht zum Beispiel so, dass du mit den Kindern viel rausgehst. Draußen sein stärkt die Lunge. Hier siehst du übrigens meine Kinder, Elias und Marlene, auf einem unserer letzten Herbstspaziergänge, wie das Wetter noch schön war, wie sie gerade Blätter in die Luft werfen und eine Freude haben. Der Faktor Zeit, das ist mir auch ganz wichtig. Die beste Medizin ist abzuwarten. Du kennst das sicher von deinen Kindern, sie werden wirklich schnell krank, aber auch schnell wieder gesund. Kinder können 39 Grad Fieber kriegen und sind einen Tag oder 2 Tage später wieder ganz gesund. Und deswegen Vorsicht mit Medikamenten. Vor allem Antibiotika solltest du wirklich nur im Notfall geben, aber auch Hustensäfte, Fiebersenker und so weiter, weil langfristig das Immunsystem geschädigt wird. Und das eben eine Erklärung ist für die Entstehung chronischer Krankheiten, weil der Krankheitserreger sozusagen ins Innere abgedrängt wird und nicht ausgeschieden werden kann durch den Schleim etc., die anderen Ausscheidungsfunktionen, durchs Fieber, wenn das unterdrückt wird. Und dann im Inneren eben zu Entzündungen und Problemen führt. Also bitte nur im Notfall Medikamente. Zusammenfassend, also wir sind schon fast am Ende, wichtig für kranke Kinder ist Zeit, Ruhe, Hausmittel und Schonkost. Mit diesen 4 Instrumenten kannst du schon sehr viele banale Infekte deines Kindes abfangen und Symptome verbessern und auch Schmerzen verbessern. Ich möchte noch meine Quellen sagen, die sind beide sehr empfehlenswert. Wohltuende Wickel von der Maya Thüler und die chinesische Heilkunde für Kinder von Bob Flaws. Außerdem greife ich natürlich auf eigene Erfahrungen zurück. Vorbeugen. Es gibt ein Sprichwort in der TCM, das heißt, grabe den Brunnen nicht erst dann, wenn du durstig bist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du nicht so lange warten solltest, bis dein Kind krank wird, sondern dass du versuchen kannst, mit der richtigen Ernährung dein Kind gesund zu halten. Und da ist die TCM wirklich super, wieder aus eigener Erfahrung. Also meine Kinder sind wirklich selten krank und wenn, werden sie schnell wieder gesund. Und wie das konkret geht, dazu habe ich jetzt ein spezielles Angebot für dich heute, nämlich mein E-Book. Falls du es schon hast, dann kannst du jetzt kurz Pause machen. Es sind die 39 TCM-Rezepte für dein Kind, wo du viele praktische Tipps findest, damit dein Kind gesund und stark aufwächst, inklusive einer Liste mit allen Nahrungsmitteln und welche Organe diese stärken. Zum Beispiel kannst du da schauen, wie du die Lunge deines Kindes stärken kannst oder die Verdauung. Mit vielen Rezepten, die wirklich einfach nachzukochen sind und auch gut schmecken. Und es sind auch noch 3 Tests dabei, damit du sehen kannst, ob dein Kind zum Beispiel viel Feuchtigkeit hat, ob dein Kind eher ein Hitzetyp ist und so weiter. Normalerweise kostet dieses Buch 9,90 €, aber für dich mache ich eine Sonderaktion und habe den Spezialpreis von 6,90 €.
der aber nur bis morgen Abend gilt. Dazu gibt es einen eigenen Gutscheincode für alle, die heute dabei sind, und der lautet, sehr originell, Webinar, großgeschrieben. Ich möchte nur kurz zeigen, wie das funktioniert. Du klickst auf meine Webseite oben rechts auf den E-Shop. Dann kannst du noch, wenn du willst, einen Blick ins Buch werfen, das ist da rechts zu sehen, oder das Video anschauen, wo dir Susanne zeigt, um was es geht. Dann legst du das Buch in den Warenkorb und kannst dann hier den Gutscheincode Webinar eingeben. Sofort wird dir dann Rabatt abgezogen und das Buch kostet dann für dich eben nur 6,90 Euro statt 9,90 Euro. Du kannst dann zahlen, entweder mit PayPal oder mit Banküberweisung. Überprüfst die Bestellung, bestätigst und bekommst dann nach deiner Bestellung ein E-Mail mit den Zugangsdaten, damit du dein E-Book herunterladen kannst. Die PayPal, wenn du mit PayPal bezahlst, kannst du das sofort runterladen. Wenn du mit Banküberweisung bezahlst, dauert es 1 bis 2 Tage. Und jetzt, weil du so brav dabei geblieben bist, vielen Dank dafür, dass du jetzt noch da bist, möchte ich dir endlich dein Geschenk geben, und zwar das PDF mit den besten Hausmitteln für dein Kind, für dich zum Download auf dieser Seite. Das heißt, du gibst einfach auf ernährungsberatung-wien.at/geschenk ein. Und dort findest du dann den Download, wo, wie gesagt, nicht nur alles draufsteht, was wir heute besprochen haben, sondern noch mehr. Also extra für dich ein paar Bonustipps, weil ich mich so freue, dass wirklich du heute live dabei warst. Es ist natürlich viel schöner, ein Webinar zu machen, wenn jemand wirklich live dabei ist, als nur für sich alleine. Und ich sehe, dass doch über 30 Leute dabei sind. Das ist sehr schön. Also exklusiv nur heute bis 22 Uhr online. Holst dir gleich nach dem Webinar. Und ein Tipp, falls du das PDF speichern willst, kannst du mit der rechten Maustaste auf den Titel des PDFs klicken und auf Speichern gehen. So, das war mein Vortrag. Schauen wir auf die Zeit. Ja, knappe halbe Stunde. Jetzt wäre ich noch bereit für Fragen. Ich schaue mal eben ins Chatfenster, ob es Fragen gibt. Ah, ich sehe, da haben einige ihre Hausmittel reingeschrieben. Ich lese es mal vor, weil es ganz schön ist. Also Essigbad, schaltet die Desiree. Die Anna, ah, das ist interessant. Socken mit gekochten Erdäpfeln hat ihre Mama immer gemacht. Mhm. Schweineschmalz mit ausgelassenen Zwiebeln auf der Brust. Ja, das hilft sicher gut, das kann ich mir gut vorstellen. Schmalzfleck gegen Halsschmerzen. Mhm. Knoblauchzehe mit Watte ins Ohr bei Ohrenschmerzen. Zieht die Schmerzen raus. Auch eine gute Idee. Und Johanniskrautöl auf die Fußsohlen gegen schlechten Schlaf, sagt noch die Rosi. Ja, danke Rosi, danke Monika und euch anderen für die Tipps. Fragen sehe ich jetzt gerade keine. Ich warte jetzt noch kurz, weil die Verzögerung so ist, dass ich weiß, dass es ein bisschen dauert, immer bis ich eure Fragen sehen kann. Und möchte noch kurz erzählen, was mir geholfen hat die letzten Tage. Ich war, wie gesagt, selber gerade stark verkühlt. Beim Halsweh hat mir besonders gut geholfen ein Topfenwickel, also Quarkwickel. Das hat wirklich angenehm gekühlt und die Entzündung wirklich bemerkbar. Ich habe wirklich bemerkt, währenddessen geheilt, gekühlt. Und so habe ich da einfach ein bisschen Topfen auf ein Geschirrtuch gegeben und habe direkt kalt, weil eine Halsentzündung auch Hitze ist, das kann man richtig kühlen, auf den Hals gelegt und mit einem Halstuch befestigt. Und eine Viertelstunde, 20 Minuten oben gelassen. Hat wirklich gut geholfen. So. Ah, ich habe da eine Frage von Anna. Liebe Katharina, was kann man bei trockenem Husten machen? Ja, trockener Husten, da ist das Einzige, wo ich Kuhmilch empfehle. Kuhmilch mit Honig. Das wirkt nämlich wirklich gut befeuchtend und beruhigt den trockenen Husten. Ansonsten, wie gesagt, immer Birnenkompott. Birnenkompott ist super für die Lunge und befeuchtet eine trockene Lunge. Es hilft auch gegen Verstopfung. Das mit der Knoblauchzehe hilft wirklich, sagt die Anna noch beim Ohr. Ja, das glaube ich. Die Victoria fragt, hallo, sind deine Kinder bereit, nach TCM zu essen? Zum Beispiel, wie kannst du die Süßigkeiten streichen?
Ja, Victoria, meine Kinder sind deswegen bereit, weil es bei uns nichts anderes gibt. Das heißt, sie kennen es von klein auf so. Und das ist auch etwas, wo ich immer sage, ja, wenn die Kinder noch klein sind, dann kannst du ihre Gewohnheiten noch gut prägen. Und Süßigkeiten gibt es bei uns einfach nur sehr wenig zu Hause. Und sie wissen genau, ja, es gibt einfach nichts, sie fragen gar nicht danach. Und wenn sie woanders sind, bekommen sie natürlich Süßigkeiten. Also ich bin nicht dogmatisch, sie können alles essen. Aber es kommt ihm aufs Maß an. Ich hoffe, das hat deine Frage halbwegs beantwortet. Also ich denke mal, je älter die Kinder sind, desto schwieriger ist es auch, sie von Gewohnheiten abzubringen. Aber es funktioniert. Und das Wichtigste ist, finde ich, die Vorbildrolle. Das heißt, wenn du als Mutter oder du als Vater vorlebst, wie gut es dir geht mit deiner guten Ernährung, wie gut es dir schmeckt, dann werden es die Kinder irgendwann einmal nachmachen. Bitte nochmal den Link sagen. Die Serie, ja gerne. Einfach bei meiner Seite, also Ernährungsberatung-wiener.at, hinten, Schrägstrich und Geschenk. Geschenk kleingeschrieben. Dann kommst du zu dem PDF. Noch eine Hustenfrage von Melanie. Thymian hat man mir gesagt, dass es sehr trocknend wirkt. Ist es nicht die Gefahr, dass der Husten dann trocken wird oder auch der Schnupfen? Ja, bei Thymian, du hast schon recht, muss man ein bisschen aufpassen, weil Thymian auch erwärmend wirkt. Das heißt, wenn Hitze und Trockenheit im Vordergrund stehen, würde ich tatsächlich mit Thymian-Tee eher aufpassen. Das Gute ist eben das Krampflösende, also das muss man so abwägen. Wobei ich mir denke, wenn du es verdünnst und Kinder trinken ja nicht so große Mengen davon, ist es auf jeden Fall, kann man es auf jeden Fall ausprobieren. So, zerdrückte Kartoffeln als Wickel bei Halsschmerzen. Genau, Kartoffeln sind auch wirklich ein super Mittel für alles Mögliche. Genau, Chris hat noch einmal den Link reingetan. Danke, Chris. Ja, also wie gesagt, Schrägstrich Geschenk. Gut, ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Und es ist die halbe Stunde auch vorbei. Wir haben es genau geschafft. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und du hast einige Tipps für dich mitnehmen können. Ich möchte nochmal ans Herz legen, gib deinen Kindern Zeit, wenn sie krank sind. Lass ihren Körper sich selbst helfen. Lass die Selbstheilungskräfte zu, die gerade Kinder noch sehr gut haben. Und greife nicht zu früh mit Medikamenten ein. Dann ist es schon wirklich super. Gut, vielen Dank. Oh, eine allgemeine Frage noch. Mandelmus in den Brei, geht Cashewmus auch? Ja, natürlich zur Abwechslung. Mandelmus ist halt besonders von den Inhaltsstoffen empfehlenswert, aber Cashewmus ist auch gut. Ja, kannst du machen, Melanie. Gut, ja, ich danke euch auch fürs Dabeisein und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.